Guten Morgen. Morgen aus Breitenfurt. Wir haben hier ganz gut geschlafen und das ist ein richtig uriger, kleiner, gemütlicher Campingplatz, so wie man sich, glaube ich, von früher nur Campingplätze vorstellt. Und da zeigen wir jetzt gerade mal noch ein paar Sachen. Hier sind wir aus dem Wasser gekommen, haben uns dann da niedergelassen. Da vorne sind wir gestern zum Kaffeetrinken gesessen am Wasser. Das hier ist der kleine Unterstand, wo wir gestern Abend noch gesessen sind. Da haben wir auch alle unsere Sachen rein, damit sie trocken bleiben, weil ein bisschen hat es heute Nacht oder gestern Abend noch geregnet. Ja, dann. Feuerstelle, man darf ein offenes Feuer machen, was man ja sonst nirgendwo darf. Selten, ja. Da eben die Bootstreppe. Und dann sind hier nur, das haben wir glaube ich auch schon Ja, habe gezeigt, ich auch nochmal die aufgebaut. Karte und die Rückseite auch mit den netten Sprüchen. Ja. Und dann sind halt hier einfach ein paar Plätze, es ist auch gar nicht viel los. Und es ist dann wirklich Da alles hat jeder seinen Platz hier. sehr liebevoll gestaltet. Tischle, Bänkle, diese Pavillons, diese Bögen. Schauen wir mal, wohnt hier jemand? Nee, hier ist gerade unbewohnt. Da Da, draußen. da. Guten Morgen. Und das ist ja auch total nett zum Sitzen hier und überall gibt es Lieblingsplätze. Das Tor ist der Da kann man Durchgang. zum Schwimmbad gehen. Genau, läuft man einfach Da 50 steht Meter so ein oder was vor. Kiosk. So, Das und ist hier ja. sind nämlich auch noch ganz viele Hasen. Guten Morgen, ihr Lieben. Und da sind auch noch Hasen. Das Das ist so ein Unterstand für. ist so ein Pavillon, wo man wahrscheinlich auch reinsitzen kann, Ja, wenn mal ja. schlechtes Wetter ist oder so. Da hat es das Körbli drin. Da ist ein Und dann, Vogeltreff. ja genau, einige Volieren. Das urige Häusle ist die Rezeption. Eine Küchenflagge, Küche. Ja, Also das ist alles da. eigentlich der 5-Sterne-Campingplatz. Alles da. Also hier auch nochmal überdacht. Ja. Das Aquarium finde ich super. Weil da schwirrt es, da sind die Vögel drin. Und das ist natürlich auch sehr interessant. Da kann man ja Oh, was sagen. da ist ein Spitzli da hinten. Und da krabbelt es hoch. Schau mal. Hier. Ich meine, ist jetzt zwar nicht so schön, wenn die Tiere eingesperrt sind. Sind Pflegetiere nicht aus freier Wildbahn gefangen. Die Haltung ist mit dem Veterinäramt abgesprochen. Ah, okay. Also dann liegt das Ja, alles das schon hat. vor. Da ist dann, wenn man von der Straße kommt, die Einfahrt. Da gibt es nur Da gibt es sogar ein Fahrradterrasse. Fahrrad, Ja. also. Und in dem grauen ja, Container oder wie immer man es nennen will, da waren jetzt die Bäckersachen drin. Also man kann hier auch Brötchen bestellen. Da muss schauen, der Fahrradunterstand. Ja, der Fahrradunterstand habe ich schon gesehen. Und das hier, das scheint so ein Häuschen zu sein, was man mieten kann, also so wie Ferienwohnung. Und da ist der Teich noch. Ja, Teich, Das ist der genau. Wahnsinn hier. Ja, klein und überschaubar und wirklich sehr, sehr nett gestaltet. Alles da, was man braucht. Und gut, dass wir hierher kommen sind und Ja. nicht in Dollnstein geblieben sind. Wäre wahrscheinlich teurer gewesen Ja, und und das ist alles so hier standardmäßig. einfach mal was ganz Besonderes, also richtig schön.
Ja, dann haben wir das Zelt schon ein bisschen getrocknet, packen wir langsam unsere Sachen zusammen, frühstücken noch und dann geht's weiter auf der Altmühl.